Darf man im Notfall auch ohne Führerschein Auto fahren, bin ich gefragt worden. Und die Antwort lautet nein, allerdings mit einer kleinen Ausnahme. Der klassische Fall ist doch der Fahrer mit Führerschein fährt und neben ihm sitzt der Beifahrer ohne Führerschein und dem Fahrer geht es plötzlich schlecht. Darf dann der Beifahrer das Steuer übernehmen? Nein, darf er nicht. Das ist kein Notfall, sondern der Fahrer muss dann eben an den Rand fahren. Das geht im Übrigen auch auf der Autobahn oder sonst wo. Da darf auf keinen Fall jemand ohne Führerschein übernehmen. Es gibt allerdings einen Fall, wo dann doch mal im Notfall übernommen werden kann, und zwar im Fall des gesetzlichen Notstands, also bei Gefahr für Leib oder Leben. Wann ein solcher gesetzlicher Notstand vorliegt, ist allerdings wirklich sehr theoretisch. Da müsste also schon jemand mit der Pistole kommen und sagen, entweder du fährst jetzt oder ich erschieße dich, dann dürfte man das Steuer übernehmen, ansonsten aber eher nicht.